Hallo liebe Weinfreunde, heute eine kurze Info über Wein und Riechen oder auch über das Thema, wie kommt Apfel und Zitrone oder gemähtes Gras in die Flasche. Bestimmt haben Sie schon bei einer Weinverkostung diese Begriffe gehört und fragen sich, wie das funktioniert. Tatsächlich ist die Nase für das volle Geschmacks- und Geruchserlebnis zuständig und wesentlich sensibler als die Zunge. Probieren Sie es aus. Halten Sie sich mal beim Weintrinken die Nase zu. Sie werden merken, es fehlt Ihnen etwas dabei. Wenn Sie Wein probieren, schwenken Sie das Glas etwas. Das löst die Duftmoleküle des Weines und die Nase kann sie leichter wahrnehmen. Die Nase gibt dann über die Riechzellen die Geruchsinformation an den sogenannten Riechkolben weiter. Über den Riechkolben werden verschiedene Gedächtnisspeicher angesprochen. Einen Geruchsspeicher, der die Rückmeldung gibt, diesen Duft kenne ich. Das semantische Gedächtnis, das dem Geruch einen Namen gibt. Anklänge von Apfel, Pfirsich oder auch zum Beispiel gemähtem Gras. Da kommt das Thema Achtsamkeit dazu. Sie können diese Gedächtnisspeicher füllen, indem Sie achtsam essen und trinken und damit diesen Gedächtnisspeicher mit Info füllen. Beim Trinken des Weines dann, besonders beim Schlürfen, bekommt man einen retronasalen Eindruck. Das heißt, auch hinten über den Rachen besteht eine Verbindung in die Nase und auch hier kommen nochmal Duftmoleküle an, die Ihnen eine Info geben. Insgesamt ein sehr interessantes Thema. Falls Sie noch Fragen dazu haben, hinterlassen Sie einen Kommentar, eine Frage oder wenden Sie sich an uns persönlich. Wir informieren Sie gerne und erklären Ihnen weiteres dazu. Danke.